Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Wir haben die Rittertür geöffnet und hier im Raum ist natürlich auch eine Rittertür und die werden wir einfach mal als erstes nehmen, weil die ist ja schon hier. Wir schauen mal, was da drin abgeht. Oh, Scheiße. Ist Billy hier im Raum? Der müsste eigentlich hier im Raum sein, damit wir wieder zusammenlaufen können. Ich hab Angst alleine. Wir bräuchten unbedingt Heilung. Ja, wäre nicht verkehrt. Schauen wir mal. Hä? 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 Oh, guck mal, wo wir sind. Oh. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wofür die leeren Flaschen sind. Billy? Nice, Alter. Hier ist noch einer. Billy, schieß! Na gut, dann. Oh, scheiße. Sehr gut, Billy. Läuft bei dir. So, und ich frage, wir gehen erstmal hier durch. Wir gucken erstmal da. Wir gucken erstmal hier, was wir finden, nicht wahr? Mhm, nix. Ein alter, verstaubter Spiegel. Ihr Gesicht spiegelt sich nicht einmal darin. Ja, das ist doch scheiße, der ist kaputt. Och, du heilige meine Güte, du. Billy, hallo. Ist der irgendwie dumm, Alter? Ey, jetzt mal ohne Witz, ist der dumm? Du musst schießen, du... Alter, du bist ein Vollhonk. Jetzt übernehme ich die. Oh. Ha. Ja, okay. Dann nimm einfach den... Oh, ich... Nee. Easy. Deswegen hat er nicht mehr geschießt. Ich verstehe. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ja, klar, Alter. Ja, geil. Was auch immer das bedeutet. Ich hab's jetzt. Ach, absolut keine Ahnung. Wir können. Warte mal. Ja, wir nehmen mal beide blau mit. Kann ich das. Alter, nimm die blaue Pflanze mit, Mietze. Kann man das mischen jetzt hier so theoretisch? Ich kann es, glaube ich, auch so. Doch. Okay. Man muss probieren. Oh, ja, ist meins. So, was haben wir hier? Notizen der ersten Untersuchungseinheit. Die Durchsuchung der Anlage zeigt, dass viele der Chemikalien erhalten geblieben sind. Die Lagerbehälter sind zum Glück noch alle voll. Wir haben gerade erst begonnen und vieles ist noch unklar, aber es scheint, als könnten durch Mischen der Chemikalien neue Substanzen hergestellt werden. Die Chemikalien sind überall verstreut, nicht wegen des Unfalls, sondern infolge schlechter Organisation. Wenn wir die Anlage wieder eröffnen, müssen wir ein System für den Umgang mit diesen Stoffen entwickeln. Auf der Rückseite der Notiz ist etwas gekritzelt. Rot plus Blau Schwefelsäure, Grün plus Rot Verdünner. Okay. Haben wir das. Gut, gut, gut. Das können wir aber mit dem roten Kraut auf jeden Fall auch kombinieren. Wir brauchen aber noch Heilung für beide. So, jetzt gehen wir hier durch. Let's look. What we have here. Ist, glaube ich, nicht gut, dass ich die Granatenmunition verballer, aber hey. Oh, ich habe Frustur-Munition. Geilo. Ich kann mal gucken, dass er... Ja, komm. Ich kombiniere das einmal hiermit, dann kriegt er noch austauschen gegen seine Waffe. Okay. Dann schalten wir einmal um. Dann machen wir kombinieren. Zack. Dann austauschen. Zack. Ja, zack. Alles vielleicht. So. Gut, dann hat er nämlich auch wieder ein bisschen Muni. Ist doch nett. Ich
Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit mit dem scheiß Granatwerfer hier rumlaufen sollte. Bin ich mir nicht sicher. Wir machen das mal lieber so. Oh, hier ist ein Rätsel. Was hier? Farbband. Ich würde fast vermuten, das hier dürfte Munition für den Granatwerfer sein. Napalm-Granaten, Junge, jetzt ist aber Spaß. Jetzt sprechen wir die richtige Sprache. Nee, nicht austauschen. Okay, jetzt kann er halt nichts mehr mitnehmen, was ein bisschen blöd ist, aber ist egal. Dann, ja gut, lass mal gucken. Können wir hier irgendwas machen? Oh ja. Ein Schachspiel, die Partie endete anscheinend schachmatt. Wie stehen die? Die beiden da, der da. Ja, erstmal gucken, was hier passiert. Stehen die schon alle richtig? Nee. Wait. Muss denn nicht nur einer vorne und zur Seite? Wir gucken mal. Achso, aber oh, das ist halt manchmal ein bisschen doof, ne? So, muss natürlich noch eingeschoben werden, sonst kann ich den nicht zur Seite schieben. Ist ja jetzt ein krass schweres Rätsel. Finde ich nicht so gut. So, der kommt jetzt einfach hier nach oben. Zack, fertig. Wer baut so eine Scheiße in sein Haus? Also wirklich jetzt. So. Evil. Ja, hallo? Ja, ja, nehmen wir mit. Moment, hier ist noch etwas. Markus Tagebuch 1, 4. Dezember. Geschafft. Das neue Virus. Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne dieses neue Virus T für Tyrann. 23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinem Experiment auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen? 13. Januar. Endlich sind sie reif. Meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Dann den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr, zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egel natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern.
Okay. Ein Buch. Auf dem eleganten eingebundenen Buch steht böse. Ganz schön schwerfändiges Buch. Ja. Ja. So. Ja. Din, 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 din. Okay, geil, Alter. Den nehmen wir natürlich erstmal mit. Den müssen wir. Ja, nehmen mit jetzt hier. Also, wir müssen jetzt erstmal zurück. In der Haupthalle. Kommen Sie bitte. Ich habe vergessen, wieder auf Team zu stehen. Jetzt bleibt der Idiot da stehen. Okay, gehe ich nochmal zurück, kein Problem. Das Problem ist, ich habe keinen Platz. Das heißt, ich muss irgendwas... Alles egal, ich kann auch irgendwas einfach rauswerfen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Dann werfen wir halt einfach eben schnell was aus dem Inventar. Ich brauche noch eine Lampe, die so von da leuchtet, damit es... Das sieht immer komisch aus, wenn das eine Auge so dunkel ist. La 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 la. So. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die andere Frage, wie komme ich jetzt weiter? Ich könnte hier durch die Tür gehen, ja, aber da, das bringt mir ja auch nichts. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Egal, ich gehe erstmal in die Haupthalle zurück, weil ich muss Sachen ablegen und ich habe eh keinen Platz im Inventar. Also ich brauche jetzt so viel Platz, dass ich zwei Sachen im Inventar überhaupt mitführen kann. Sonst, ne? So, ne, erstmal runter. Weil das Blaukraut braucht man nicht. Voll das hässliche Bild, ey. So. Okay, dann machen wir Folgendes. Das legen wir erstmal ab. So, dann nehme ich die Statue, setze den Flügel ein. Ich hoffe, ich brauche keinen Kleber oder so. Kleber vor allem. Ich hoffe, ich brauche keinen Kleber und dann geht das schon. So, wir nehmen jetzt die Statue nochmal weg. Kombinieren das mit dem Flügel. Zack, geilo. Setzen die wieder drauf. Jetzt sind die natürlich viel schwerer, weil die zwei Flügel hat und der Engel nicht. Aber das werden wir auch noch irgendwie geregelt bekommen, hoffe ich. Ich weiß halt jetzt nicht, ehrlich gesagt, wo ich hin muss. Aber ich möchte gerne nochmal in den einen Raum hier gleich nebenan. Wir gehen durch die kleine Tür hier. Da lang. Und dann war da eine große Tür. Da war ich ja schon drin, oder? Aber vielleicht habe ich irgendwas... Ich was übersehen? Weil... Vielleicht ist es auch durch eine andere Engelstür. Das wäre natürlich durchaus möglich. Aber das wäre mir für Resident Evil eigentlich zu leicht. Deswegen schauen wir mal, nicht wahr? Bei andererseits, Alter, was soll hier sein? Hier ist nix. Hier bin ich wieder in dem Raum. Kann man hier irgendwie was... Nee, aber da kann man auch nichts wegschieben, oder? Nee, nee. Oh. Schade, keine Pornoheftchen. Das ist jetzt doof. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, kannst du hier irgendwas verschieben oder nicht? Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, warte mal. Bild? Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Oh. Geht das Feuerzeug? Ist es leer? Ist das leer? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Weil eigentlich, das wird leer sein. Oh, scheiße, da muss ich ja nochmal zurückgehen.
Aber das Bild ist mir halt auch gerade aufgefallen mit dem, mit der Leuchterei da. Ich weiß halt nur nicht, muss ich ja gestehen. Ich glaube, ich lasse das Gewehr auch mal da. Ja, wobei. Wenn du Munition findest, ist das Gewehr schon sehr geil, ne? Mega nützlich. Das ist halt schwierig, weil ich möchte eigentlich auch nicht den Granatwerfer mitnehmen. Weil die Munition könnte im Zweifel noch viel wertvoller sein als das Gewehr. Weil der Granatwerfer einfach, glaube ich, mehr Damage macht. Das ist Benzin. Naja, gut, ich glaube, das ist ein Schuss oder so. Nee, warte mal, wir legen mal eben das Gewehr ab. Legen das ab. Eine wahre Fundgrube. Wenn hier jemals jemand hinkommt, der hat aber... Nein, Mann. Jetzt muss ich auch noch das Richtige finden, oder was? Ja, das ist richtig, okay. War einfacher als gedacht. So. Das bedeutet, ist einsatzbereit, okay. Na dann. Let's do this. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, kann man, also allgemein jetzt bei Resident Evil, ich bin mir da manchmal nicht sicher, kommt man auch weiter, wenn man nicht alle Rätsel löst? Nee, ne? Oder gibt es optionale Rätsel für gewisse Dinge? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bin ich mir, ich glaube im ersten und im zweiten Teil, nee, da musst du schon alles, also, ja, wobei, ja doch, die Rätsel so musst du schon lösen, sonst kommst du ja nicht weiter, ne? Egal, wir fackeln jetzt eine Runde. Ganz ehrlich, wer baut so einen Mechanismus ein? Wie baut man so einen Mechanismus? Ich möchte so einen Mechanismus bei mir zu Hause haben. Ich mache eine Kerze an und zack, die Tür geht auf, vorher nicht. Wie fucking awesome wäre sowas, ne? Oh. Scheiße. Ich möchte das nicht, bitte tut das nicht. Okay. Haben nochmal einen draufgesetzt, weil man weiß ja nie, okay, hier ist Muni für den Grenadewerfer. Ist das normale Munition? Yes, ja. Geilotronisch. Nu? Achso. Nee. Hä? Ja, und jetzt? Ah, warte mal, jetzt kann ich wegschieben. Wo schiebe ich das am besten hin? Okay, anscheinend nicht in die Richtung, weil da steht wieder die fette Plumpskuh. Boah, du gehst mir manchmal, ey, manchmal geht die einem so hart auf den Sack, nur die Alte. Ist unglaublich. Hat er noch Platz im Inventar? Ich glaube schon. Good. So, the next book, Junge, was hier? Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Ja, ja, das sind alles, ne? Steckermäulchen. Okay, der hat genug Platz. Ich würde mal vermuten, ich muss das öffnen. Gleich zwei. Alright then. Nehmen wir beide mit, ist kein Problem. Geil. Geilo, geilo, la 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 la. Geilomatisch. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe ja noch zwei, drei Sachen hier liegen. Guck mal, hier ist die Gewehrmunition. Ich bin natürlich ganz woanders, aber ich könnte mir die holen, theoretisch. Na gut, hier habe ich natürlich alles liegen, was ich da habe. Was ist da? Ach, da ist die Jagdflinte. Hier habe ich auch Gewehrmunition, dann könnte ich die aber wenigstens irgendwie kombinieren oder so. Und hier ist ein Kanister
Und die, ich weiß nicht, ob ich die nochmal jemals brauche. Die Messer habe ich weggelegt, weil... Ja. Ich würde mir jetzt ganz gerne eigentlich die Gewehrmunition da hinten nochmal holen. Die mit der anderen Gewehrmunition kombinieren, beziehungsweise gleich ins Gewehr packen. Dann habe ich das Problem schon mal gesolved. Ne? Wäre auch schön. Wir tun Dinge. Wir sind quasi Tour und nicht was anderes. Deswegen ist das schon ganz gut. So, aber dafür muss ich natürlich erstmal hier hin. Ich habe die Flüge setze ich danach ein. Ich mache erstmal das mit der Gewehrmunition. Das scheint mir jetzt priorisiert zu sein. Ja, also von mir auf jeden Fall. So. Das finde ich aber echt nicht so gut, dass es hier keine Truhen gibt. Oh Gott. Ich höre da was. Warum hör? Alter, mein Auge ist voll hell. Vielleicht weil da Licht reinscheint, man weiß es nicht. Was habe ich da gehört? Warum ist da was? Ich möchte das nicht. Können die bitte wieder gehen? Oh, das wäre geil. Das finde ich im zweiten Teil bei dem Remake ganz cool. Das gab es, glaube ich, im ersten auch nicht. Im original zweiten Teil, dass du dir einen größeren Rucksack beschaffen kannst. Ich glaube nicht, dass das gab. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht. Das finde ich eigentlich ganz nice. So, wir haben zwei Schuss. Gut, zwei Schuss ist jetzt natürlich nicht viel, deswegen legen wir das erstmal wieder ab. Ist okay. So, aber wir haben das erstmal zusammengeführt. Das ist nice. Dann können wir jetzt da hoch, die Engelsflügelchens da reinmachen und dann geht's weiter. Und dann müsste... Nee, kann aber nicht. Also doch, kann schon, aber ich bin da mit dem... Ich bin da noch nicht fertig. So, kombinieren with flies. Und dann verwenden wir das wieder und dann geht's weiter. Nice. And the build goes away. Natürlich, da ist ein Riesenschlitz, da hat vorher keiner gesehen, dass da ein Bild rein könnte. Ist klar. Wem willst du denn das eigentlich erzählen? So, und ich finde, man muss sich das mal merken für Resident Evil 1. Das sieht hier alles sehr heruntergekommen. Außen, ich glaube, im ersten Teil sieht das viel besser aus. Da können wir rein, machen wir aber noch nicht. Wir sind hier auch noch nicht überall. Doch, hier kommen wir überall rein. Da ist noch eine Tür. Das mit dem Wassersiegel, ne? Oder? Nee. Hä? Die haben wir doch geöffnet. Oder nicht? Ach nee, das war... Ach, das war da. Ach nee, das, genau, das ist die Tür mit dem Wassersiegel. Da sind wir ja noch gar nicht gewesen. Wir kommen jetzt weiter an einen neuen Ort. Später. Weil wir werden jetzt speichern. Und dann beenden wir die Folge. Los geht's zur Schreibmaschine. Sie ist die einzige, die speichern kann, weil nur sie hat Farbänder. So, dann speichern wir. Nummer 11. Wir haben ein bisschen wenigstens geschafft. Ja, wir haben die Waage des Gleichgewichts, der Gerechtigkeit sozusagen ins Gleichgewicht gebracht und somit einen neuen Weg eröffnet. Und was uns da erwartet in diesem oder auf diesem neuen Pfad, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Bis dahin, haut rein.